Boah, direkt mal einfach bewusstlos worden. Ja, gestorben. Aber ich habe ja hier gerade den Stein gehabt. Ja, ich heiße euch herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Dungeon Siege, dem Original ohne dem Addon. Weil das natürlich ein bisschen besser ist. Das Legend of Aranna Addon ist zu unbalanciert und hat ja seine Schwächen. Aber so macht es natürlich sehr viel mehr Spaß. So, wir haben ein Level Up. Hier im Turm waren wir das letzte Mal. So. Kurz Nachladeleck. Aber es ist bei alten Spielen leider manchmal so. Weil die RAM wird nicht mehr so gut genutzt. Kann nicht mehr so gut genutzt werden, so wenig oder so. Keine Ahnung, wie genau das ist. Vor allem, gibt es da halt manchmal einen Lag. So. Feuerbolzen brauchen wir nicht. Also, jetzt müssen wir nach Westring Cross. Das ist ein Spinnen-Dungeon. Und, Skelett-Dungeon sozusagen. Ah ja, jetzt kommt die zerstörte ja, Mauer-Tor, das man dann freiräumen kann, aber dafür brauchen wir, also müssen wir von der anderen Seite ein Fass mit Sprengstoff zerstören. Da kommt man nicht dran. Ja, die Tür scheint zu klemmen. Also. Gehen wir hier runter. Ich merke gerade, wir sind extremst squishy. Also, ein, zwei Hits und wir sind tot. Das ist einfach der Unterschied. Ich habe hier mal Flamme Blitz und Blitz gekauft. Und jetzt habe ich noch Tanzende Sepp gefunden von einem Gegner. Und hier habe ich mal Schwächen gekauft und Zellenlanze. Sonst nichts. Ne. Feuerregen haben wir endlich. Sehr gut. Ah ja, wir sind ja. Eine Kampfkunststufe nach oben. Übertreibt's nicht, bitte. Ich hab doch irgendwie. Was hab ich? Was habe ich damals eingestellt? Schwierig. Ja, da müssen wir entweder zurückrudern. Ich mach mal auf normal, also jetzt gerade bei diesen Dingen ist es schon gut, dass wir normal haben. Hey, jetzt greif doch an. Ist scheinbar immer noch schwer, oder? Gott, oh Gott. So, dann haben wir hier den Elandro. Bin ich froh, wieder ein menschliches Wesen zu sehen. Meine Truppe und ich versuchten vor dem Krug zu fliehen, als sie die Funkelhöhle überrannten. Da jedoch der Pass nach Stonebridge versperrt war, blieb uns nur Wessing Cross als einziger Ausweg. Was das vielleicht ein schrecklicher Fehler war. Okay. Ich kann fast nicht lesen. Eventuell könnt ihr es besser lesen. Dann lasse ich das mal kurz euch lesen. Wahrscheinlich ist es halt knapp. Ich gehe jetzt mal rein, weil die sind schon ein bisschen zu stark. Die sind halt hochlevelig. Im Singleplayer haben wir da schon drei oder vier Kollegen. Können die easy besiegen, aber im Multiplayer ist es natürlich schwerer. Tja. Okay, da haben wir ein bisschen Gold. Also wie ihr wisst, bin ich immer noch riesiger Dungeon Siege 1 Fan. Wahrscheinlich auch Dungeon Siege 2, muss ich ja mal wieder spielen. Habe ich aber erst einmal gespielt und habe gemerkt, dass die Mods nicht funktionieren, die einfach dringend nötig sind. Und deshalb haben wir da einfach ein Problem. Und die Webseite sind auch down, wo die Mods runtergeladen werden können. Ja, da haben wir ein Problem. Also, ich würde es gerne euch zeigen. Ob zuerst jetzt einmal Dungeon Siege 1 durchspielen, hä? Also wenn jetzt sich jemand also wenn jemand weiß, wie es machen kann. Nur zu. Wie ich das machen kann, hä?
irgendwie jemand installieren kann. Die Mods und so weiter, dass sie funktionieren. Oder sie sogar neu auflegen kann. Oh. Ich freue mich einfach auf die Leute bei Minecraft oder so. Die mich ein paar Mods und Plugins machen lassen. Also, für mich machen. Ich sag wieder alles falsch. Ja, es ist auch noch früh morgen. Also, tut mir leid, wenn ich jetzt gerade ein bisschen mich schlechter anhöre. Aber die Konzentration ist halt auch noch das, was mich ein bisschen konzentrierter erscheinen lässt. Also, dass ich mir nicht alles gerade zählen kann. So. Körper verbrennen nehmen wir mit, ja. Das Problem ist, der kostet sehr viel Mana, also wir müssen eventuell mehr Mana-Tränke haben. Tja. Ah, der Feuerbolzen, den brauche ich nicht. Ich will nichts vergessen. Ich glaube, in diesem Dungeon hat es nicht so gute Gänge. Streuen bitte. Ah, jetzt kommen die. Das sind ganz schwache Gegner. Aber sie nerven natürlich. Übertreib's mal nicht. Boah, die Lautstärke. Also ich hab das viel lauter als ihr. Muss ich einfach nur vorstellen. Aha. Nein, nicht dorthin. Das ist doch so schwer. Ja, die Steuerung war damals halt noch nicht so gut. Aber ihr könnt vorstellen, wie geil die Gebiete werden. Das ist jetzt wirklich noch die unterste Schublade, finde ich. Also Wessing Cross hat nichts von einem schönen Dungeon. Aber was dann später für Dungeons kommt, das ist Wahnsinn. Ich sag nur der Vulkan. Oder die Höhle des Drachen. Das Labyrinth der Unendlichkeit. Der Wald, der große Wald. Der mit den zwei Riesentürmen. Also mehr will ich nicht erzählen. Ja, nicht spoilern. Aber diese Gegenden sind einfach mega cool. Ja, unbedingt Mana pro Treffer und... Schon ein bisschen besser, der Stab vom Schaden her, aber das Netz hat uns nicht so viel. Okay, hier haben wir mal ein Ding, das müssen wir merken uns, weil wir werden wahrscheinlich bei der Spinne oder so sterben dann, hä? So, es gibt halt recht viele Spinnen hier drin. Ah ja, es gibt so Tunnelsysteme, genau, das ist einer der Geheimgänge. Ist eigentlich recht lohnenswert, dort reinzugehen. Was war das? Aber mal ehrlich. Eigentlich könnte man auch durchrushen, aber das mache ich nicht. Ja, keine Chance. Ich darf den Bogenschützen nicht angreifen. Oh, jetzt habe ich ihn getroffen. Er ist zerstört. Ja, die großen, starken Spinnen. Also es gibt noch größere. Nicht getroffen, Schnaps gesoffen. Oh, du hast gute Sachen hinterlassen, aber nichts für uns. Deshalb nehmen wir das nicht mit. Auf die Füße. Auch, hallo. Diese Schwere, hä? Tut
zum Verkaufen ist das natürlich nichts. Ich habe gesagt nichts. Okay, genug haben wir ja noch. Mana Zahn kann ich dich bringen. Ich muss wieder mehr automatisch machen, auch wenn ich streue. Weil die Steuerung ist doch mal aller Welt grässlich. Tja. Ich sammle alles ein. Deshalb gibt es ja heute auch Filter. Aber früher war das noch nicht üblich. Ich treffe die einfach nicht. Jetzt. Aha, direkt mal eine Spinne wieder. Ich überlebe's, ich überlebe's, meine Damen. Und Herr, ich überlebe es. Ladies von Wessingcross, ich überlebe es, gell? Ja, ja, ich komme. Irgendwo gibt es ein Bett, ein schönes Bett, da können wir dann schlafen. Wenn hier alles gesäubert ist. So. Ja, Bogenschütze wäre auch interessant, aber viel zu langweilig. Immer nur Bogen zu schießen oder Armbrust zu schießen. Naja. Das finde ich auch genial. Das war das erste Game, das ich hatte mit Armbrüsten. Das könnt ihr mal vorstellen. Sonst war nie üblich, Armbrüste zu haben. Die Armbrüste kamen dann erst viel später. Ja, okay, mit Diablo 2. Aber wer hat schon Armbrüste bei Diablo 2 benutzt? Die waren immer viel zu schwach. Außer Polizei der Kanon. Aber es war ja extremst langsam. Da habe ich immer Windforce benutzt. Windmacht. Endlich alle tot hier in diesem Raum. Das war wirklich ein schwerer Raum. Aha. Eine Falle. Ich weiche immer seitwärts aus, egal was. Die Fallen machen so wenig Schaden, aber ich weiche immer aus. Oh oh. Da kommen sie wieder. Die kleinen Spinnchen. Mehr auf einmal. Nur so wenig. Ja, besieg ihn doch. So ein Noob. Ein Magier-Noob. Ah ja, jetzt sind da innen. Uiuiui. Das ist, glaube ich, das Bett. Ich glaube, in diesem Raum war es. Oha. Wie viel? Wie viel Bogenschützen? Ach, ich liebe Multiplayer einfach. Da hast du wirklich Taktik. Im Einzelplayer, da gehst du rein. Boom. Alles tot. Aber hier hast du wirklich Taktik. Nein, niemand getroffen. Wie doof das ist. Ich sehe nichts. Ja, ja. Nein! Split doch nicht so. Fast wieder gestorben. Tja, der andere ist gestorben. Was ist denn das? Ein Stärkerer? Ich mach den einfach nicht tot. Ich töte ihn einfach nicht.
Ich sollte eigentlich nicht zu viel nehmen, aber wenn ich so viel trinken muss, nehme ich immer ein bisschen mehr mit automatisch. Ja, ihr seht, man braucht halt nicht alles. Was haben wir jetzt? 39, ja. Immer halt noch das Gleiche, ich muss noch ein Level haben. Tja, ein Tuch. Hier ist das schöne Bett. Schaut euch mal diese Umhänge drüber an. Sie sind so natürlich aus reinster Spinnenseide. Oh. Ich habe immer gedacht, dass hier beim Bett irgendwo ein Knopf ist. Das ist wirklich nichts. Ich sehe es jetzt auch. Früher hast du natürlich immer alles angeschaut, oder? Aber heutzutage weiß ich, dass diese Elemente hier überall nichts bewirken. Ja, okay, auch früher schon dann in der Burg Ebb, als es ganz viele Geheimgänge gab. Oder war das nicht in Ebb? Irgendwo in einer Festung gab es ganz viele Geheimgänge. Und ab dann habe ich es dann schon ein bisschen gecheckt. Das hat immer nur die Elemente da sind. Aber wenn du alles anschauen tust und so, dann hast du einfach ein besseres Gefühl. Du hast alles. Diese Angsthasen, Spinnchen. Sie ist abgehauen. Wie eine kleine lahme Ente. Ja, das ist halt, wenn man so langsam ist, gell? Triffst du wieder endlich? Hast du schon genug mit dem Ziehen, hä? Keinen Bock mehr zu ziehen. Oh, zwei auf einem Streich, ja. Ja, ist ja gut. Ich hab's ja gemerkt. Also ich komme schon ein bisschen ins Schwitzen. Davon kommt man schon ein bisschen ins Schwitzen, hä? Es wird später dann natürlich viel besser. Das ist jetzt einfach dieser Dungeon. Diesen hochlevelig. Aber jetzt haben wir genug Zeit zum Leveln. Also wir leveln relativ gut scheinbar. Besser als ich gedacht habe. So. Ja, im Singleplayer ist man da natürlich noch viel weniger weit. Also das größte Problem ist halt einfach, wir sind alleine. Können im Multiplayer nichts haben. Das ist echt gut so. Weil ich der Solo-Spieler bin und nicht der Party-Gruppe-Spieler. Das Spiel ist halt einfach falsch entwickelt worden. Dachten, ja, wir bauen einfach mal alles ein, also 20 Charaktere. Und fertig ist. Ja, ist nicht so gut, wenn diese Scheißtreppe hier im Weg ist. So. Ja, natürlich auch die gelben. Hey, haut doch ab! Du musst nicht irgendwo in einem Loop festhalten. Gehalten werden. Zu einem Angriffsloop. Boah, die sind stark. So. Die machen schon viel Schaden. Ich glaube, das ist auch die Falle, wo viele Gegner auf einmal kommen, dann plötzlich. Also, wir haben allerhand zu tun. Hä? Trink schneller.
Ich habe keinen Bock jetzt zu sterben. In diesem übertriebenen Gegner. Ah, hahaha. Du bist so dumm gewesen. Ist einfach die Türe raus. Ja, aber Items möchte ich auch gerne haben. So. Ja, sehr schön. Ja. Also in den im nächsten Part werde ich halt ein bisschen hier leveln. Also dass ich einfach... Ich kann ja nicht anders, als wieder hier hin zu laufen. Dann hier weiterzumachen. Also muss ich auch ein paar Gegner getöten können. Das ist ja... zu viel werden, oder? Und ich mache jetzt einfach noch mal ein Part. Aber die das Problem ist schon hier. Spinne. Boah. Also machen wir noch ein bisschen, hä? Intelligenz bekommen wir nichts, haben wir eins bekommen. Ich hoffe schon, aber bringt halt nicht natürlich sehr wenig, wenn wir keine Stäbe haben oder so. Hm. Oha. Nur weiches. So, nun haben wir das. Hm. Jetzt kommt der zweite Teil. Besser als ihr. Ich kann besser Tischtennis spielen. Ha! Ihr Feiglingen. Ihr geht einfach in den Boden rein. Hey. Eieieiei. Was macht ihr so am Boden? Ha! Genau in diesem Augenblick wenden wir den Part, hä? So, boah, ey. Wahnsinn. Also, Dankeschön fürs Schauen. Bis zum nächsten Part. Tschüss.